Moin Moin. Was ist jetzt? 10 nach 10, ach, geile Uhrzeit. Passt so gut wie 11 Uhr 11. So, ich muss jetzt noch zum Ross machen und mir Rasierklingen holen, weil ich muss mich auch mal rasieren. Und ich habe gerade festgestellt, ich habe noch neue. Das heißt, ich kann mich jetzt direkt shaven. Und habe jetzt bis eben ein bisschen was für meine Körperhaltung getan, weil ich so ein leichtes Hohlkreuz habe. Vermutlich streiche ich heute im Keller und lerne. Und dann melde ich mich einfach im Verlauf des Tages wieder. Cheerio. Ich möchte ganz kurz noch, ich habe heute Morgen in der Zeitung gelesen, dass ein Politiker gesagt hat, nach der Corona-Krise wird Deutschland ein besseres Land sein. Und ich glaube, wir wären besser dran ohne Corona. Aber was ich auf alle Fälle ziemlich gut finde, das hat schon Dirk Steffens gesagt, und zwar machen Experten Politik. Also, und das finde ich ziemlich gut. Das ist in verschiedenen Bereichen wie der Klimaerwärmung, wie Artenvielfalt, Artenschutz etc. Durchaus übernehmenswert. Genauso auch, dass man mal sieht, welche Jobs wirklich wichtig sind. Und ich hoffe mal, dass sich das auch irgendwie dann demnächst mal in der Bezahlung widerspiegelt. Das wäre echt ganz cool. In dem Sinne, ich mache schon viel zu viel Deep Talk die ganze Zeit. Real Talk, meine ich. Was ist der Fachbegriff dafür? Meine Lernerei ist leider unterbrochen durchs Mittagessen. Und zwar gibt es Pfannkuchen à la Oma bzw. Mama. Lieblingsessen. Kleidung gerade mal geswitcht in so ein Malerding. Das ist, glaube ich, nicht für, also ich habe noch keinen Maler gesehen, der Zange hatte. Ist dummerweise hier gerissen. Okay, hier muss bei Weitem nicht so viel gemacht werden, wie ich dachte. Oder was heißt muss? Hier muss gar nichts gemacht werden, aber ich dachte, ich könnte mich ein bisschen ausprobieren, aber es gibt nicht so viel. Da muss von dieser Wand anscheinend der Putz runter. Irgendwie. Lass mir die ganzen Spinnenweben entfernen, was man hier jetzt nicht drauf sieht und das sau eklig ist. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Das ging hier jetzt ganz gut. Also mit dem Hammer. Zum Teil. Aber das ist ja mega viel Arbeit, ey. Junge. Okay, ich habe jetzt schon so ungefähr 5 cm. Der große Vorteil am Chemiepraktikum, ich habe jetzt eine Schutzbrille zu Hause. Weil so wie das Zeug da rumfliegt, Junge. Das sieht nicht sehr schön aus, das ist aber dafür da, damit die Feuchtigkeit ein bisschen besser da aus der Wand zieht, hier unten. Eigentlich ist es schon okay, so auch wenn es scheiße aussieht, aber es ist auch nur der Keller hier. So, jetzt ist es die Sache. Ich muss hier gar nicht streichen. Die Wand sieht ja schon saugut aus. Deswegen mache ich direkt die Garderobe. Junge, ist es laut. Okay, mit Ohrenstöpseln drin geht es echt ganz gut. Ist immer noch laut, aber es geht auch so. Ich habe nur den mittlerweile komplett gefetzt. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ist auch hinten jetzt. Egal, ich brauche den eh nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich den anhabe. Eigentlich hätte ich normale Arbeitsklamotten anziehen sollen. Egal. Ich mache das jetzt hier noch schnell. Okay, folgendes. Das hier ist ein Gerät, um zu schauen, ob da Stromleitungen lang fließen. Ich habe nur leider keine Ahnung, wie man damit umgeht. Eigentlich müssten da also nicht lange auch mal hier verläuft eine und die ist außerhalb der Wand. Also müsste man das eigentlich nicht schauen. Warum sollte ich hier eine Stromleitung machen? Eigentlich piept das Teil bei Strom. Ich glaube, das ist nicht mehr an. Also Batterie steckt drin. Ich habe 20 Kinder, meine Frau ist schön. Okay, die Batterie war einfach leer, deswegen hat es nicht funktioniert. Ich wusste doch, weil eigentlich ist es nicht so schwer. Und ich weiß, aber mich hat es noch gewundert, weil es nicht funktioniert hat. Okidoki. Und zack, fertig. Hat ja nur
keine Ahnung, dauert. Aber Mittag. Unverhältnismäßig lang auf alle Fälle, aber hat richtig gut funktioniert. Hab dann noch schnell mit einem alten Skateboard Garderobe hingemacht. Da hängen auch noch zwei Haken, da kann man jetzt unsere Arbeitsklamotten und so noch hinhängen. Aber jetzt nicht. Da zack, zwei Bretter für die Schuhe, mehr war es nicht. Und hier halt, wie gesagt, die Wand ein bisschen alles sauber gemacht. Wieder ist. War jetzt das erste, also es hat echt gut funktioniert dafür, dass ich das jetzt das erste Mal gemacht habe. Und nebenbei hat der Papa noch da die Lampe. Ey, ohne Spaß. Moment. Die ist wirklich seit 10 Jahren nicht ausgewechselt worden. Die war die ganze Zeit kaputt. Also nicht ganz 10 Jahre, aber das ist nicht übertrieben. Die war die ganze Zeit, die ging einfach nicht. Aber jetzt geht sie wieder. War cool, hat Spaß gemacht. Bis auf das hier. Sieht man jetzt nicht. Das Sauschepp. Naja. Hat sau viel gebracht, dass ich das extra mit der Wasserwaage gemacht habe. Naja. So, ganz kurz und knapp. War sehr schön heute. Bis jetzt. Noch ist der Tag nicht rum. Aber war trotzdem bis jetzt sehr schöner Tag. Morgen ist bis jetzt noch nichts geplant. Genau. Ja. Gute Nächte. Habe die Ehre in dem Sinne. Tschüssi.